Ja, liebe Facebook-Freunde, bei mir ist Patrick Chemnitz. Hi. Patrick, letztes Mal haben wir uns über den Norddeutschen unterhalten. Jetzt ist er im Halbfinale der Deutschen. Alles so gelaufen oder bist du eigentlich noch überrascht? Ja, also überrascht jetzt nicht. Ich denke, meine Auslosung war gut. Das habe ich auch gleich gesehen. Habe natürlich auch durch die Absage von Michael Dunkel etwas profitiert. Aber ich denke, ich habe ganz gut gespielt bisher und versuche, so weit wie möglich zu kommen. Jetzt sehen unsere Zuschauer im Hintergrund von uns beiden gerade ein Spiel, was noch sehr spannend ist. Wir wissen, ihr nachher werdet lesen, wie es ausgegangen ist. Wir wissen es noch nicht. Wen hättest du lieber im Halbfinale? Lukas Schmidt oder Fabian Roth? Im Prinzip ist es mir jetzt egal. Ich habe Halbfinale erreicht. Das ist erstmal schon sehr, sehr gut. Ich denke, im Halbfinale kann jeder jeden schlagen. Deswegen ist es egal, wer kommt. Ich werde mein Bestes geben und ja. Punkt von Punkt zu Punkt und hoffe, dass ich dann am Ende genügend Punkte zusammen habe, um zwei Sätze zu gewinnen. Wenn ihr den Patrick nachher noch unterstützen wollt, kannst du noch gebrauchen, oder? Ja, klar. Kommt vorbei, 15:30 Uhr, Seitensteckerhalle, ihr hört, hier ist schon gut was los. Danke, Patrick Chemnitz. Danke.